Gott sagt zu Hosea, geh und heirate eine Hure. Hä? Was sagt Gott da? Was macht er? Ich wurde so richtig krass zum Antichrist. Also ich hatte eine Christin in der Klasse, ich hab die fertig gemacht, ohne Witz. Ich hab die gemobbt, ich hab an die Tafel geschrieben, Christen sind scheiße. Herzlich willkommen hier bei einem neuen Podcast auf dem Lifeline Channel. Ich habe heute die Jasmin mit am Start. Die hat den Instagram-Account Liebe zur Bibel. Mittlerweile lese ich ja auch voll gerne in der Bibel, aber früher konnte ich mir das gar nicht vorstellen, dass das irgendwie Spaß macht, in der Bibel zu lesen. Deswegen würde es mich voll interessieren, wie du dazu gekommen bist. Ob du schon immer so als kleines Kind immer gerne in der Bibel gelesen hast? Als kleines Kind? Ja, keine Ahnung. Also ich bin ja muslimisch aufgewachsen und nicht christlich. Mhm. Und ja, das kam erst später, so als ich in den Glauben reingekommen bin so, und ich gesehen habe, so hey, in meiner Gemeinde lesen ja alle voll die Bibel und ich kann nie in den Gesprächen mitreden. Wollte auch irgendwie so wissen, okay, wenn du einem Gott nachfolgst und dich einem Gott anschließt, so, dann musst du auch das Wort dazu kennen. So, ne? Und das hat mich dann dazu angetrieben, wo ich dann dachte, ja, okay, wenn ich schon sage, Jesus ist mein Gott, dann will ich auch wissen, okay, wer ist dieser Jesus? So, und dann musst du auch die Bibel irgendwie lesen. Voll gut. Also das heißt, du kennst gar nicht so diese Bibelgeschichten von David und Goliath, kannst du damals gar nicht? Nee. Okay. Nee, vielleicht so ein bisschen. Schreibt mal in die Kommentare, das würde mich mal voll interessieren, ob ihr, die ihr jetzt gerade im Podcast guckt, ob ihr diese ganzen Bibelgeschichten kennt oder. Ich weiß nicht, heutzutage, glaube ich, kennt man die auch gar nicht unbedingt. Nee, wobei aus der Uni kennen manche das schon. Ich habe letztens mit einer Uni-Kollegin gesprochen, die kannte ein paar Bücher aus der Bibel so. Und David und Goliath sagt einem auch noch irgendwie so ein bisschen was. Ja. Aber sonst nichts. Nee, mir hat es ja auch nichts gesagt. Ich war ja auch nie im Religionsunterricht. Willst du uns mal ganz kurz erzählen, wie du überhaupt zu Jesus gekommen bist? So eine lange Story. Ja. Ich finde es aber immer voll spannend. Also, wie kommt jemand drauf auf die verrückte Idee, auf einmal so ein altes Buch zu lesen und dann an Jesus zu kommen? Also ich habe ja meine Story schon erzählt, aber ich finde immer die persönliche Geschichte voll spannend. Ja, meine Mama hat sich ja vor mir bekehrt. Okay. Also ich glaube sogar 7, 8 Jahre. Mhm. Und das war für uns halt voll der Schock, weil irgendwie wir kannten das nicht. Ne? Wir wurden eigentlich immer dazu getrimmt, uns von Jesus fernzuhalten. Mhm. So, und alles, was mit Jesus zu tun hat, eigentlich erst also abzulehnen. So. Mhm. Und deswegen war das für uns so voll der Schock. Und als sie dann zum Glauben gekommen ist, ja, war es für mich auch richtig der Schock. Ich wurde so richtig krass zum Antichristen. Also ich hatte eine Christin in der Klasse, ich hab die fertig gemacht, ohne Witz. Ich hab die gemobbt, ich habe an die Tafel geschrieben, Christen sind scheiße. Ich war so richtig, ich habe Christen richtig arg gehasst. So überall, wo ich Jesus gesehen habe oder Prediger auf der Straße bei uns in Hamburg. Ich habe mich drüber lustig gemacht. Ja, ich war ja mal ein bisschen so ähnlich. Wie lange ist eigentlich bei dir her? 3,5 Jahre. Achso, krass. Ja, gar nicht so lange. Heftig, okay. Ja, genau. Also ich war schon so ein richtig, also ich hab Jesus gehasst, auch seinen Namen. So irgendwann habe ich so die Bibel genommen von meiner Mom und habe die so gegen die Wohnung geschlagen. So. Das war richtig schlimm. Und durch Leid in meinem Leben so, hat sich, ich habe gar nicht Jesus gefragt, sondern ich habe einfach nur gesessen, geheult und gesagt so, hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, so egal wer du bist, wenn du Buddha bist, Allah, Jesus, ist es mir egal, aber zeig dich mir so, damit ich es weiß. Und dann saß ich eines Tages in meinem Bett und hat sich ein YouTube-Video geöffnet und wirklich, das war nicht irgendwie von mir, dass ich das eingegeben habe und gesucht habe, das hat sich wirklich irgendwie geöffnet und es war ein Christ Alone, das Lied habe ich von einem Auto gehört, weißt du, was ich meinte? Ja, genau. Und dann habe ich mich währenddessen, also nicht bekehrt, aber da war so das erste Mal, wo der Heilige Geist mir so gezeigt hat, hey, das, was du jetzt gerade hörst, das stimmt, das ist die Wahrheit. Und das war so, meine erste Berührung mit Jesus. Ach was. Ich stelle mir so ein bisschen so ähnlich vor, ich finde auch diese Momente, meistens ist es nicht so, dass irgendwie so Gott einem erscheint und keine Ahnung, Feuer vom Himmel fällt oder so. Wie bei dir. Ja, war es ja auch am Anfang nicht so, sondern eben auch so eine sehr intime Begegnung mit Jesus auf der Bank. Also ja, voll spannend. Okay, ja, dann nochmal zum Thema Bibellesen. Ja, was bedeutet die Bibel? Die Bibel bedeutet mir alles. Es klingt wieder so blöd, so die Bibel, ne? Aber es ist gar nicht mehr das Buch an sich und auch nicht die Seiten, weil man meint ja immer schnell so, das Buch an sich ist so das Heilige, sondern es ist so der Inhalt so. Und das liebe ich, so wie die Bibel oder die Worte der Bibel Menschen verändern können. Auch wenn ich dich sehe, frage ich mich so, ey, wirklich, wie geht das? Also das kann nur dieses einzige Buch machen bei Hebräer 4, Vers 12. Aber das Wort ist lebendig und es hat Kraft, Menschen zu verändern, so, ne? Und ich sehe das bei so vielen Leuten und das ist mir immer wieder, ich sehe es auch bei mir, ne? Ich habe es auch bei mir gesehen, dachte so, krass, wie viel das Wort irgendwie auch in meinem Herzen so verändert und mich frei macht von irgendwie Abhängigkeiten von Menschen gerade. Ja, es ist einfach so zu wissen, so wenn du das Buch liest, wirst du frei. So, du, Dann erzähl mal ganz persönlich, so, was hat das mit dir in deinem Leben gemacht? So? Also einmal von, ja, wie soll ich das erklären, von der Abhängigkeit von Menschen. Also ich war sehr stark so,
ich habe meinen Wert schnell von meiner Beziehung zum Beispiel abhängig gemacht, vor meinem Glauben so. Also richtig krass so davon, dass mein Partner mich glücklich machen muss und das ist das Wichtigste ist überhaupt und keine Ahnung, der muss mir das geben, um, damit ich glücklich bin. Und davon hat die Bibel mich an dem Tag, also wirklich an dem Tag, wo ich das Video geguckt habe und morgens aufgestanden bin, war es weg. Also richtig, also es war, ich habe es gespürt, wie das runtergeht, so weg ist, weißt du? Das ist richtig krass und ich wusste, ich bin davon frei und das war nie wieder so, also nie wieder in meinem Leben, dass ich so an einer Person so gehangen habe, so krampfhaft irgendwie. Das war komplett weg. Ja, krass. Ja, ich finde es schon spannend, weil an sich kann man ja sagen, okay, Gott kann ja so oder so oder so zu uns sprechen, aber mir waren es ja auch echt immer die Erlebnisse mit Bibelversen. Gerade so, wo ich Jesus noch nicht so gut kannte, wo er immer durch Bibelverse zu mir gesprochen hat. Wo ich dann ja auch irgendwo so an dem Punkt war, Gott, zeig dich mir doch auch ohne irgendwie. Ich glaube, ich habe wirklich gesagt, ohne so blöde Bibelverse oder sowas. Geil, ja, und trotzdem habe ich irgendwie gemerkt, ey, wie viel Power da einfach drin steckt. Man denkt halt immer, es ist so ein langweiliges Buch, weißt du? Das dachte ich halt auch die ganze Zeit. Es ist so ein schwarzes, dickes, langweiliges Buch, was einfach nur im Schrank liegt. Vielleicht muss man mal echt was an der Aufmachung ändern, aber da sind wir gerade dran. Aber das wäre halt so, dieses Buch ist halt echt, das ist so krass. Es ist einfach lebendig so, ne? Und man wird es merken, so wenn man seinen Geist voröffnet und sagt so, Herr, so, okay, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir so, ne? Doch, kann ich auch so unterschreiben. Kannst auf jeden Fall. Unterschreiben. Ja. Du liest aber auch gerne die Bibel, ne? Ja, ich lese auf jeden Fall sehr, sehr gerne die Bibel. Für mich ist in letzter Zeit ist so richtig lebendig geworden irgendwie. Gerade auch die Geschichten so aus dem Alten Testament und so, dass man das oft liest und dann so denkt, okay, cool, dass Gott damals sowas gemacht hat. Das war ja auch immer die Frage von mir. Deswegen sagt Gott auch heutzutage für mich Feuer vom Himmel fallen lassen oder sowas. Weil ich so gesehen habe, okay, Gott hat so viel Kraft ja, in diesen Geschichten auch. Und wenn man dann heute sich irgendwelche Geschichten anhört von irgendwelchen Christen oder sonst was oder eben in irgendeine Gemeinde reinkommt, dann sieht man so, ja, wo ist jetzt Gott so? Mhm. Früher gab es diese krassen Geschichten auch im Neuen Testament in der Apostelgeschichte und so. Aber je mehr ich jetzt Jesus persönlich kennenlerne, je mehr ich so mit ihm erlebe, merke ich halt voll so, nee, das sind echt Wahrheiten. Und das meiste, also das ist einfach auch fürs heutige Leben so anzuwenden. Man kann es immer noch drauf anwenden. So selbst die Psalmen und so, ja, guck, habe ich gerade aufgeschlagen, ja. Das sind so gute Psalmen einfach, die ich jetzt voll gerne lese, auch manchmal, wenn es mir nicht so gut geht, ja. Mhm. Und dann zum Beispiel hier so, Herr, höre mein Gebet, nimm zu deinen Ohren mein Flehen. Und weißt du, wie die auch damals mit Gott so geredet haben, ja. Und dass wir das genauso machen können. Toll. Und ich glaube, dass das echt so eine Gebrauchsanweisung irgendwie ist für unser Leben und auch für den Umgang eben. Mit Gott, so wie man zu Gott findet. Wie lange liest du so am Tag? Bei mir ist es ganz unterschiedlich. Also aber liest du jeden Tag? Ja. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal habe ich Tage, wenn ich jetzt irgendwie viel unterwegs bin und so, dass ich echt nur wenig lese, also keine Ahnung, 10 Minuten oder sowas. Dann gibt es aber auch manchmal Tage, also manchmal ist es so krass irgendwie, dass ich so anfange zu lesen und dann schlage ich woanders auf und dann passt es voll gut dazu. Oder manchmal nehme ich mir sogar so mehrere Bibeln, weißt du, machst du das auch? Ja, wenn ich ein paar verschiedene Übersetzungen brauche, dann nur, aber nicht mit derselben Übersetzung. Ja, nee, ich habe auch mal verschiedene Übersetzungen gemacht. Aber dass ich dann so sehe, okay, wie das dann also zusammenpasst und so und dann manchmal lese ich dann irgendwie 3 Stunden in der Bibel oder so. Also es ist voll krass, weil das hätte ich früher nie gemacht irgendwie. Komisch, ne? Ja. Eigentlich. Aber allein so diese es gibt Geschichte. Halt einfach viel auch so, ne? Aber auch diese Überwindung dahin zu kommen und die Bibel zu öffnen, ist halt auch so ein Schritt, weil sie liegt halt immer da und auf einmal hat man so ganz viele andere Sachen, oh, das muss ich machen, das muss ich machen, so, und alles versucht einen irgendwie davon abzuhalten, so, und letztendlich guckt man dann doch nicht rein, so, und ich glaube, das ist so voll dieser Kampf, die Bibel dann doch zu lesen, so. Was ist dein Tipp dafür, wenn man immer abgelenkt wird, die Bibel zu gucken? Das mit einer Routine zu verbinden, ich mache das so, wenn ich morgens aufstehe, meinen Kaffee trinke, ist für mich so, ja, dann nimmst du dir auf jeden Fall deine Bibel dazu. Und ich setze mich da wirklich an den Tisch und ich trinke meinen Kaffee mit der Bibel zusammen. So, das ist für mich so in den Tag starten mit Jesus. Ich gebe so jeden Morgen nochmal neu mein Leben Jesus. Ich finde es voll wichtig, dass wir jeden Morgen nochmal so uns bewusst werden, wer Jesus ist, was er für uns gemacht hat, wer wir in ihm sind. Und nehme dann Zeit. Und wenn es nur so eine kleine Passage ist, du musst ja jetzt nicht die ganze Bibel, kannst du nur so einen Satz lesen oder keine Ahnung, was du darüber nachdenken, beten und so weiter. Ich glaube, das ist auch voll gut irgendwie, wenn man echt so ein bisschen so eine Routine entwickelt, dass man nicht nur dann, wenn man jetzt gerade voll Bock hat, Bibel zu lesen, in der Bibel liest, oder nur, wenn man jetzt, keine Ahnung, betet, dass man nur betet, wenn man jetzt gerade das Bedürfnis hat oder irgendeine Frage an Gott hat, sondern dass man wirklich sich vornimmt, so jeden Tag einfach ein bisschen in der Bibel zu lesen, zu beten, so egal wie die Umstände sind. Mhm. Ich fand es voll gut, das habe ich schon oft gesagt jetzt, aber dass mein Pastor zu mir gesagt hat, so Bibel lesen bringt Erkenntnis, beten gibt Erfahrungen. Und ich glaube, dass es zusammen echt so voll die krasse Power hat, dass die Bibel auch echt lebendig wird, wenn wir so darüber beten und irgendwie so sagen, ey Gott, sprich heute so durch dein Wort zu mir. So, ich habe es oft erlebt, dass ich die Bibel auch einfach irgendwo aufgeschlagen habe. Und dann denke ich mir so, krass, kennst du das? Ich kenne das, wenn ich das so mache, weißt du? So, und dann ich hingucke und dann so, ach, sprich zu mir. Okay. Und dann steht da so, du Sünder. Ja, genau. Genau das.
Ja, ich mache das ganz oft. Bei dir, ja. Aber mir hilft das nicht mehr. Bei mir bringt das nichts mehr. Also du liest jetzt einfach. Ja, also ich mache das nicht mehr mit diesem Finger, weißt du? Weil es bringt meistens. Ich lande dann immer auf einer komischen Stelle, deswegen lese ich dann chronologisch. Ja, also bei mir war es manchmal echt so, dass ich gerade da, als ich so nur ganz wenig manchmal in der Bibel gelesen habe oder damals, als ich gerade so richtig zu Gott irgendwie gefunden habe, da habe ich auch nicht angefangen, ihn zu lesen. Ja? Und ich schlage die Bibel auf und lese auf einmal so und denke mir so, boah, krass, das spricht so krass in meine Situation. Einmal, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, glaube ich, mit meinen Haaren so. Als mir die Haare so ausgefallen sind an dem Tag, habe ich halt gelesen, so, es fällt kein Haar von deinem Haupt und das Gott es sieht. Ja, und stimmt. Es fällt kein Spaß aus dem Nest. Und sowas ist mir schon so oft passiert. Also ich nehme immer wieder dieses Beispiel. Nicht, weil ich nur das einmal erlebt habe, sondern weil man das so richtig gut verstehen kann. Aber oft auch so bei persönlichen Fragen oder sowas. Lese ich was in der Bibel und es spricht dann so voll krass rein oder ermutigt mich auch so richtig krass. Voll gut. Und dann darf man das halt auch voll ernst nehmen. So, wenn Gott dir ein Bibelvers zeigt, dann zeigt er ihn dir nicht so hier von wegen hier kleine Ermutigung nebenbei, sondern Gott spricht zu dir. So, ne? Ja. Es ist nicht nur so, ja, voll ermutigend, sondern es ist wirklich so, Gott selbst spricht gerade zu dir und sagt so, ich gebe dir jetzt das, was ich dir sagen will. Ja. So, ne? Wenn man sich das bewusst macht, ich finde das voll krass. Erzähl doch mal was du so persönlich mit Gott, oder wo hat Gott mal durch die Bibel zu dir gesprochen? Okay, ich hatte mal auch als Christin viele Herausforderungen so in meinem Leben, auch so in meinem Glaubensleben, auch mit verschiedenen Menschen. So, und es war sehr herausfordernd, weil mir auch viel nachgesagt wurde, was nicht so richtig stimmt und was auch irgendwo ein bisschen gemein war. Und war echt zu Hause, ich habe geweint, ich habe gesagt, so Gott, du kennst doch die Wahrheit. So, und ich war so voll im Verzweifeln. Und dann hat Gott durch einen Bibelvers zu mir gesprochen im Alten Testament, Exodus 14,14, also Zeit der Mose. Und da steht drin, seid still und lasst den Herrn für euch kämpfen. Und das war für mich so, boah, okay, das war für mich so, Gott sagt, Jasmin, bleib ruhig, mach dein Ding, ich regel für dich. So, ne? Und das hat Gott auch richtig gemacht. Also Gott hat's dann, hat es dann voll in die Hand genommen, hat meine Situation um 180 Grad gedreht und noch was draufgelegt. Also ja, unfassbar, wirklich. Richtig gut. Also es gibt ja auch das gesungene Wort Gottes. Ne? Es ist ja nicht nur so, Gott redet nur durch dieses eine Buch, sondern es ist ja auch, Gott redet zum Beispiel durch dich zu mir oder durch Liedern zu mir oder durch Predigten und so weiter. Also es ist halt immer nur sein Wort. Ne? Also also der Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes, sagt ja der Römerbrief auch. So, und deswegen ist so, alles was aus dem Wort rauskommt und was wir spreaden, also genauso auf Instagram, YouTube und so, das ist auch schon... Ne? Gott spricht dann auch schon. Also folgt alle der Liebe zu ihm. Was würdest du jetzt jemand sagen, der ganz neu anfängt, die Bibel zu lesen, der vielleicht noch nie reingeschaut hat? Wo soll er anfangen zu lesen? Das war schwer. Also auf jeden Fall Johannes-Evangelium, das raten ja so einem alle, ne? Johannes. Aber was mir halt wirklich was geholfen hat, ist wirklich die komplette Bibel zu lesen und mir nicht nur so Bibelstellen rauszupicken, sondern wirklich so, hey, fang von A bis Z an und lese die Bibel wirklich so komplett durch. Ja. So, und bete auch vorher so, Gott, ich weiß, es fällt mir schwer, die Bibel zu lesen, aber zeig mir irgendwie, also sprich da durch und schenk mir auch Motivation. Also das ist voll wichtig dafür zu beten. So. Ja, voll gut, voll gut. Also ich würde auch sagen, es ist richtig gut, einfach gerade wenn du noch nie die Bibel gelesen hast, im Neuen Testament anzufangen, Johannes Evangelium hier, das ist so ungefähr hier. genau, also eher am Ende, das Neue Testament zu lesen und das einfach auch gerne chronologisch durchzulesen. Aber ich würde nicht sagen, hör danach auf oder so, sondern lies durch und dann und echt davor auch beten einfach, dass Gott zu einem spricht. Ja. Dass Gott einem Motivation schenkt und so ein bisschen auch die Augen öffnet. Ja, immer erst Jesus fragen, bevor man andere vor allem fragt, ne? Ja. Auf jeden Fall, das ist ein richtig guter Punkt. Machst du das auch so, wenn du ein Problem hast? Also ich war am Anfang richtig, also ganz anders. Ich bin immer zuerst, was sagt meine Gemeinde oder was lehrt meine Gemeinde und was sagt vielleicht meine Familie und gute Freunde. Und dann bleibt man halt wirklich so in seinem Rahmen. Und man wächst nicht wirklich so. Aber wenn du mal wirklich so guckst, okay, Jesus, was willst du mir sagen? Dann schickt Jesus vielleicht auch einmal andere Menschen ins Leben und man wächst dadurch. Also das kann ich auch noch so weitergeben, so hey, nicht nur so in eine Richtung zu gucken, sondern wirklich so auch seinen Geist zu öffnen und zu sagen, so, okay, Jesus, wenn es anders sein sollte, als ich das glaube oder als das andere Leute zu sehen, dann zeig mir das. Ja. So, ne? Sonst bleibt man ja auch immer auf einem Punkt stehen. Sonst drehst du dich halt die ganze Zeit zum Kreis. Ja. Und zum Abschluss sagst du mir vielleicht mal, was deine Lieblingsbibelgeschichte ist. Soll ich dir sagen? Ja. Hosea. Ja? Ja, ich liebe Hosea. Hosea ist so mein Lieblingsbuch. Habe ich gerade mein Style. Erzähl mal ganz kurz, worum es da so ganz grob geht. Gott sagt zu Hosea, geh und heirate eine Hure. So fängt das Buch an. Und ich dachte das erste Mal, wo ich gelesen habe, was sagt Gott da? Was macht er? Ich habe sogar ihren Bibelkommentar dazu gelesen. Ja, hast du gelesen? Ja. Sehr gut. Und das war so, Herrgott, wieso machst du das? Und Gott
Also dieser Gomer heiratet dann diese Hure und sie geht immer wieder fremd. Mhm. Und Gott sagt so, hey, nein, bleib dran, liebe sie und dann auch verlob dich sogar mit ihr und heirate mit ihr und die kriegen 3 Kinder und alles Mögliche. Und diese Geschichte zeigt halt, wie Gott uns liebt so, und wie wir ihm immer wieder fremd gehen und so. Und das war für mich so, boah Gott, wie kannst du mich so lieben? Mhm. Und ich finde so, durch diese Geschichte wird mir die Liebe viel deutlicher bewusst, so, ne? Was Gott für eine Liebe hat, also wie sie wirklich ist. Ich finde, er hat das so gut gemacht mit diesem Buch, ne? Ja, ich liebe es sehr. Ja, ja, ich finde, also da bist du diese bedingungslose Liebe von Gott echt deutlich. Das ist mir auch persönlich ganz bewusst geworden, wie sehr mich Gott einfach so geliebt hat und mir immer wieder hinterhergelaufen ist. Also ich kann echt so sagen, in der ersten Krebsdiagnose hat Gott mir voll krass seine Liebe gezeigt und hat mich da so voll durchgetragen. Wie gesagt, durch die Stelle mit den Haaren und so. Da musst du dir vorstellen, so, das ist nicht einfach nur Schicksal, sondern da ist ein Gott und der gibt sich voll die Mühe, wie auch immer er das jetzt geführt hat, dass ich dann genau an dem Tag das gelesen habe. Ich weiß ja nicht, was da für Planungsarbeit reingehört, wie auch immer. Auf jeden Fall hat sich Gott Mühe gegeben und mir seine Liebe gezeigt. Und ich habe das später alles ignoriert und so für, ja, war halt das Schicksal, war halt, wenn ich jetzt ein anderes Buch gelesen hätte, wäre halt das Gleiche passiert, ja. Und dann, ich finde es so krass, so beim zweiten Diagnose so. Danach bin ich ja echt dagegen gegangen, wie die Hure in der Bibel hat, die voll fremd gegangen ist und dann. Und er ist wiedergekommen und hat dann wieder gesagt, okay, ey, ich vergebe dir das alles. Mhm. Und das finde ich halt echt krass irgendwie, dass Gott echt so ein liebender Gott ist. So. Und das ist echt eine schöne... Ja. Das Buch ist herausfordernd, muss man sagen. Also man muss vielleicht sogar eine einfache Übersetzung dazu nehmen, so, weil viel Israel und so. Mhm. Aber trotzdem, wenn man es verstanden hat, dann ist es wie so, als würden so die Scheuklappen von den Augen weggenommen werden. Also es ist echt... Ja, und was ist dein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch? Gute Frage. Ich hab voll viele... Ich finde fast diese Geschichten von Elia und Elisa finde ich richtig krass. Mm. Einfach weil man da so auch Gottes Kraft irgendwie so spürt, wenn das irgendwie voll richtig war. Mit dem Feuer, ne? Ja, genau, mit dem Feuer vom Himmel fallen und diese Geschichten. Die finde ich richtig, wo stehen die eigentlich von Elia und Elisa? Könige, 1. Könige 18. Die stehen an unterschiedlichen Stellen, ne? Ja, okay. Sie kennt die Bibel, richtig gut. Ich bin richtig schlecht irgendwie in Bibelstellen. Ja, okay, also die finde ich richtig gut. Hast du noch einen Lieblingsbibelvers? Mhm, Offenbarung 21,4, aber es ist so dieser... Okay, den schlagen wir jetzt auf. Dieser ganz normale Vers, den alle so lieben. Aber du weißt, was ich nicht meine, ne? Nein. Was? Ja, ich kenne keine... Ich kann mir immer die Stellen nicht dazu sagen. Lies mal 21,4. Ich kenne den Vers. Ach so, du hast Nein gesagt. Ja, ich kann jetzt nicht die Stelle. Ach so. Okay. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und siehe, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Richtig gut. Ja, das ist voll so die Zuversicht. Ja. Also hätte ich den Vers nicht, wüsste ich auch nicht so. Richtig gut, da geht es um die Ewigkeit. Und das finde ich richtig genial, also dass die Bibel, gerade auch Offenbarung, Daniel und die ganzen Bücher, die gehen ja bis in die Zukunft. Mhm. Und das ist so krass, also das finde ich auch richtig spannend, dass in der Bibel, und da gibt es richtige Studien drüber, gerade bei das Buch Daniel, da gibt es auch das Daniel-Dilemma für ungläubige Menschen, die sich das nicht vorstellen können. Wie konnte Daniel hundert oder tausende Jahre vorher vorhersagen, selbst wann Jesus geboren wird? Und diese ganzen Sachen, wie viele Prophetien so in der Bibel erfüllt sind, wie viel sich auch gerade über das Volk Israel heute noch erfüllt, sodass der Staat Israel wieder gegründet wurde und so. Diese ganzen Sachen, das ist richtig spannend, wenn man das liest. Und deswegen, finde ich, sollte man auch die Bibel lesen, weil da auch drin steht, dass Jesus irgendwann wiederkommt, ja? Und dass wir uns darauf vorbereiten sollten. Ja, das wird ganz, ich bin gespannt, wie es wird. Und über die ganze letzte Zeit, und ich glaube, das ist auch echt so eine Zeit, in der wir irgendwie ein bisschen leben. Und da das ist mega spannend auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also schaut rein. Aber der Vers ist toll, ne? Das Buch, der Vers ist richtig gut, ja. Irgendwann wird es kein Leid und keine Krankheit mehr geben und keine Tränen. Wenn alle zusammen im Himmel sitzen. Ich bin so gespannt, wie es wird. Also richtig schön, dass du dabei warst. Danke, dass ich da sein durfte. Dass wir es hingekriegt haben. Das ist richtig stark. Also schaut bei ihr vorbei. Liebe zur Bibel auf Instagram. Danke. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video, entweder hier auf Lifeline oder in unserem richtigen Kanal. Oder so. Bis dann. Tschüss. Ja, ciao.